Okay. So, jetzt wird es schön. Und damit sich das Hähnchen schon mal ein bisschen anfreunden kann, mit dem Gewürz, das müssen wir zuerst rein. Man könnte das auch marinieren, ne? Wenn man Zeit hätte. Was richtig gebraten werden muss, es nicht. Das wird schön mit Tomate gekocht. So. Ja, dann würde ich sagen, jetzt kommen die Sachen, die keine Arbeit machen, Tomatenbüchsen öffnen. Ganze Tomaten sind, kann man ein bisschen kaputt matschen. Was mir auch Irina erzählt hat, ist, dass die Büchsentomaten, die ganzen geschälten, die beste Qualität seien, weil man nur den Ausschuss nehmen würde für die Tomatenmatsche. Das immer überall stimmt, weiß ich nicht. Aber die sind ganz okay. Und ein bisschen Salz kann auch nicht schaden. Ja. Ja, genau. Die super Geheimwaffe. Fischsoße aus Thailand. Da ist nichts drin außer Sardellenextrakt. Und Salz. Ja, sagen wir drei. Darf man eigentlich zu viel nehmen, sonst schmeckt es vor und das ist total scheiße. Ein bisschen runterdrehen, damit es nicht brennt. So, und ich würde sagen, im Wesentlichen war es das jetzt. Ich mache noch ein bisschen Zitronensaft drüber, schmeiß noch ein paar frische Korianderblätter rein. Ich kann auch später noch mit Koriander garnieren, aber ich habe noch geschnibbelten Koriander. So. So. Vor allem, dass ich scheiße, wenn man drauf beißt. So. Ah, ja. Hier ist schon. So. So, Deckel drauf und auf geht die Post. Okay, und der Film ist aus. Oder?